So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen, ja, zurück zu Days Gone und das ist, wow, sogar Part Nummer 7. Ich habe gedacht, ich hätte nur 3 gespielt, dabei hatte ich schon 6 Stück auf der Festplatte. Die Einstellungen sind diesmal... Wo ist Tucker? Alkai? Drüben, bei der Grabung. Bei welcher, verdammt? Im Norden. Da hinten. Fasst jemand meine Maschine an, das Gepäck, breche ich dir die Finger. Ist ja gut, Mann. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal mit aufgenommen habe oder nicht. Auf jeden Fall, Einstellung habe ich jetzt mal wieder die optimal von Nvidia genommen. Ist jetzt die erste Aufnahme mit meinem relativ neuen System. Die Frage ist, wo sind wir dann jetzt hier? Jagd auf Leon. Finde Tucker und Alkai. Okay. So. Wunderbar. So, ja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal ein bisschen weiter. Muss ich nochmal gucken, wie ich mit den beiden hier vorwärts komme. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel hier mit Aufnahme, mit etc. alles an. Eignet. Und ich muss halt auf der anderen Seite auch noch mal wieder in die Steuerung reinkommen. Ist schon ein bisschen her. Also dementsprechend. Schau mal. Schauen wir mal. Ich sag's doch. Wo du auch hinsiehst. Ein riesengroßes Lavafeld. 7 Meter dickes Gestein. Man bräuchte Presslufthämmer. Ach, halt mir doch keinen Vortrag, Gottverdammt. Ich hab's kapiert. Nein, hast du nicht. Aber diese Leute haben Hunger. Selbst wenn sie bei Kräften wären, bräuchten sie Monate mit Hacke und Schaufel. Ist mir scheißegal. Wir haben alle Hunger, Al. Aber wir müssen es schaffen, auch wenn es ein ganzes Jahr dauern sollte. Schließlich haben wir ja sonst keine Termine. Oder? Warte. Eins noch. Dann fass dich kurz, okay? Nicht den ganzen Tag Zeit. Ripper. Heute Morgen. Einer meiner Männer sah eine große Gruppe auf dem Pass. Und niemand hielt sie auf? Wie denn? Tucker, wir gehen schon auf dem Zahnfleisch. Kommen die Richtung Norden? Al, sind sie hierher unterwegs? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Tja, das ist ärgerlich, wenn du es nicht weißt. Vielleicht weiß er's. Was zum Teufel soll das heißen, hä? Was soll das, hä? Verdammt, Alkai. Es ist nicht seine Aufgabe, das zu wissen, sondern deine. Ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Soll ich hier deine Ausgrabung leiten? Oder soll ich in die Außenwelt? Ripper jagen. Check im Lager, wie viel Munition wir haben. Ich übertrage Wheeler die Ausgrabung. Was klotzt du so? Ja, ich frage mich, ob du auch ein Hirn hast. Stopp! Hast du Leon gefunden? Wenigstens einer, der hier etwas gebacken kriegt. Ich nehme dich mit. Alles klar, Oma. Wann hast du zuletzt jemanden aufgespürt und hergebracht? Die Leute, die jetzt noch da draußen sind, sind nicht gerade die Art von Leuten, die du jetzt hier haben willst. Das Fieber hat noch 2 erwischt. Das ist nicht mein Problem. Du willst unser Essen? Dann ist es dein Problem. Wie gesagt, wir besorgen dir Sachen, aber wir ziehen nicht in dein blödes Camp. Wie war das noch? Ich bin ja vergesslich. Warum nicht? Weil es Zeitverschwendung ist, Tuck. Da spricht der Optimist. Wo ist Boozer? Er sagte, er wollte zu Copelands Camp rüber und was gegen Fische eintauschen. Macht ihr jetzt gemeinsame Sache mit Copeland? Ist sein Camp näher? Es ist nicht näher oder weiter. Hey, ich bin nicht Boozers Aufpasser. Er macht, was er will. Okay, konkurrieren die jetzt um Leute oder was? Ihr lasst diesen Haufen Tag und Nacht brennen? Wir haben hier viele Freaker-Leichen dank Leuten wie dir, die ihre Arbeit machen. Also ja, wir lassen es brennen. Nehmt mehr Benzin.
brennt schneller, weniger Qualm. Weil wir ja so viel davon haben. Und wenn es verbraucht ist, was willst du dann in dein Bike füllen? Deinen Schweiß? Was zum Teufel ist hier los? Hier stimmt was nicht. Im Lager fehlen Essen und Munition. Scheiße. Wer hatte letzte Nacht Wache? Wheeler. Verdoppelt heute die Wachen. Allmählich habe ich die Schnauze voll. Alles klar. Ärger im Paradies? Wie gesagt, ein Camp ist wie ein Gefängnis. Eine Bande von Faulpelzen, Dieben, Vergewaltigern und Mördern. Und weißt du wieso? Keine Ahnung. Weil wir genau das sind, die Freakshow. Es haben nur die überlebt, die härter und brutaler als die Freaks sein können. Der Rest ist hier und hofft, dass ich sie füttere, beschütze und wärme. Und sie sitzen auf ihrem Arsch und gucken dem Weltuntergang zu. Du, sofort zurück an die Arbeit. Zwing mich nicht, Cyrus zu holen. Faulpelze. Auf freie Zeit können sie machen, was sie wollen. Aber der Tag gehört mir. Das Camp zu leiten ist wie ein Gefängnis zu leiten. Tja, da sagst du was. Ich weiß nicht mehr, was du erzählt hast. Du warst was? Warst du Aufseherin oder so? So wichtig war ich nicht. Ich war Oberin im Frauenflügel. Du siehst auch wie jemand aus, der schon mal gesessen haben könnte. Damals. Warst du mal im Knast? Ich hatte zwar ständig Ärger, bin aber nie dort gelandet. Ich habe einen Job für dich. Larsen war gestern auf Tour. Er kam durch Marion Forks und sagt, da war jemand. Eine junge Frau vermutlich. Aber er sah sie nur kurz. Als er angehalten hat, war sie verschwunden. Okay. Ist er sicher? Larsen hat genauso viel Erfahrung wie du. Er weiß, womit er es zu tun hat. Aber du hast ein Talent für sowas. Fahr hin und finde sie, bevor die Freaks es tun. Mal sehen, was ich tun kann. Aber hör mal, Tuck, ich will meine Punkte. Verlieren. Bring mir mehr Leute, dann kriegst du mehr Punkte, als du ausgeben kannst. Alles. Ich muss Wheeler suchen. Er wird die Nacht in der Hütte verbringen. Klar. Hey. Ich hab keine Ahnung, wer da rumgestöhnt hat, aber ich will's nicht wissen. Nee, ist okay. Nee, das ist nicht mein Bike. Was? Das ist doch mein Bike. Nee, ich muss erstmal hier zu Leon. Ja, auf jeden Fall nach diesem ganzen langen Dialog, da wollte ich jetzt nicht dazwischen quatschen. Einfach aus dem Sinne, es macht schon Sinn. Wir könnten den Leuten ja schon helfen, aber irgendwie ist der Deacon nicht ganz okay. So humanoid gesehen wie wir. Aber er ist schon in Ordnung. Was ist dein Problem? Hm? Einer von uns entkam aus einem Ripper Camp drüben bei Iron Butte. Gefoltert, wie üblich. Aber diesmal fragten sie ihn nach zwei Bikern, zwei Männern, ob er die beiden gesehen hat oder so. Hier gibt's viele Biker. Was hat das mit mir zu tun? Der Ripper nannte sie Mongrels. Wie viele Drifter tragen hier noch ihre Kutten? Als ob das was bedeutet. Ich glaube, die haben nach uns mein Kopf gesucht. Ist bares Geld wert. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Ey, warum zeigst du mir nicht, was du hast? Ich habe keine Zeit für deinen Scheiß. Wie du meinst, Dick. Warum wollten die unseren Kopf? Spezial, okay. Das Scharfschützengewehr wäre natürlich ganz geil, aber ich habe ja noch die Armbrust. Ich eigentlich... Wir können hier Waffen kaufen, was gar nicht mal so schlecht ist. Die Frage ist nur... Schlechter Zustand, Vertrauensstufe 2 erforderlich. Okay, wir können hier nur die Handfeuerwaffe kaufen und das hier. Was haben wir denn für Vorräte? Munition ist voll. Gesundheit kann ich noch nicht kaufen. Okay, ich kann nur Munition kaufen, aber da ist alles voll. Primärwaffe habe ich noch keine gelagert. Eine habe ich gelagert. Handfeuerwaffe, 9mm. Spezial halt. Dicken? Hallo? Armbrust. Okay, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Weißt du was? Kaufen wir das einfach mal. Die gibt dir da draußen Sicherheit. Und das ist eine SAP 9 gegen 9mm. So, eine Waffe So, jetzt haben wir das Repetierer hier und eine Handfeuerwaffe. Okay, aber trotzdem würde ich gerne die ausrüsten. Komm her, wenn du noch was brauchst.
Was ist das? Okay. Mehr Munition. Das ist die normale Armbrust. Hä? Ich weiß nicht, warum ich... Das ist die Drifter-Armbrust, die nehme ich. Das ist die normale Armbrust, okay. Ja, ich weiß nicht, was es mit dem Spezialschrank auf sich hat, ob ich das jetzt rausgenommen habe oder nicht. Das ist alles ein bisschen verwirrend. Hallo, ich würde gerne mit dem Händler sprechen. Was brauchst du? Ah, ist egal. So, was haben wir denn jetzt hier? Beim 34 Meter. Also wir werden jetzt das Camp hier so ein bisschen erkunden. Das ist eigentlich gar nicht... Ah ne, wir müssen jetzt zum Bike. Was haben wir denn hier? Kehre zu deinem Bike. Oh, komm schon, ernsthaft. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wem ich die gebe. Also Tucker finde ich jetzt gar nicht schlecht, auch wenn sie ein bisschen rau ist, aber Copeland ist auch nicht schlecht. Manni hat versprochen, deine Rostlaube wieder flott zu machen. Alkai verkauft Waffen, die besser sind als deine. Ich kann erst nach Norden, wenn ich das Bike repariert habe. Okay, dann ist es Copeland. Ja, würde ich auch eher sagen. Hot Springs, Jagd auf Leon. Leon ist ein Drogendieb und ein Mörder und auf seinem Kopf ist ein Geld ausgesetzt. Das ist schön. Individueller Akzent, Jagd auf Leon. Okay. Aber was haben wir jetzt? Hot Springs, Stufe 1. Freundlich, okay. Kann ich da jetzt... Warte mal, da ist doch Leon. Copeland's Camp. Kann ich da nicht schnell reisen? Hinweis... Ach, Hinweistafel. Kosten, Schnellreisekosten. 0,84 Gallionen plus 2 Stunden und 11 Minuten. Bike hat zu wenig Benzin. Ah, okay. Dann, warte mal. Will ich mal gucken, ob ich noch irgendwo Benzin krieg. Hier ist auch der Mechaniker, der doch bestimmt... Hey, wie läuft's? Bitte sehr. Danke dir. So, wunderbar, jetzt. Hey, was brauchst du? Eigentlich erstmal hey, gar nichts. So, Mission wählen, das ist ganz gut, aber warum kann ich da nicht schnell reisen? Doch hier. Okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht, dass man auch so ein bisschen nach dem Benzinstand so gucken muss und trotzdem schnell reisen kann. Ja, da lass mein Bike mal stehen. Lass mich rein. Danke dir, Liebes. Wunderbar. So. Gebe ich die Drogen mal Copeland. Einfach aus dem Aspekt. Hätte nicht gedacht, dich so oft hier zu sehen. Hey, Cope. Ich glaube, Leon wollte dir das bringen. Ah, Dick. Eine weise Entscheidung. Wirklich weise. Geh mal zu Manny. Vielleicht kann er dir mit deinem Bike helfen. Ich trau dem irgendwie nicht. Freigeschaltet. Individuelles Design. Manny. Was macht er denn? Der hat doch gesagt Manny, oder nicht? Mache die Drifter aus, finde ich. Copeland's Camp. Ja, das Job erfordert ein Bike. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich bin zu Manny. Wo haben wir den denn? Was gibt's? Händler, Verbesserung. Ich repariere deine Waffe. Schnell und gut. Das ist doch schon mal gar nicht mal schlecht. Vertrauensstufe 2 erforderlich. Ja, das ist soweit okay. Na dann. Danke.
Was brauchst du? Hey, wie geht's dir? Hey, oh, mir geht's ganz gut. Was macht das kein... Scheiße, Deke. Hast du's schon gehört? Was denn? Schwarze Helis. Nero fliegt noch. Ist das denn zu glauben? Ja, das haben wir mitbekommen. Warte, was? Wovon redest du? Na, Cope redet dauernd davon. Er sagt, es beweist, was er schon immer gesagt hat, dass die hinter all dem Scheiß stecken. Weißt du, was ich meine? Dieser ganze Verschwörungsscheiß. Glaubst du, er hat recht? Copeland? Recht mit irgendwas? Nein, Jess, wohl kaum. Copeland steht auf alternative Fakten, okay? Er hat keine Ahnung. Aber pass auf, wenn du einen schwarzen Heli siehst, einen Nero-Heli, dann sag mir Bescheid, okay? Ja, okay, Dick. Wie du meinst. So, da verkaufen wir alles. Warum eigentlich nicht? Oh, das gab okay. Doch ordentlich Vertrauen. Hey, danke und wir sehen uns. Ja, kein Problem, oh, Jess. So, Waffenhändler. Ich muss eigentlich zu einem Mechaniker. Bob sagt, du hast viel im Camp geholfen. Er gibt's nicht zu, aber er weiß das zu schätzen. Was gibt's, Manny? Optik. Verkleidung. Ist mir eigentlich relativ egal. Okay, das verbessert. Das sollte eine Weile halten. Die Scheinwerfer sind mir an sich egal. Vorderschutz. Vertrauensstufe 2. Okay, okay, okay. Leistung. Warte mal, sind wir doch hier. Lackierung. Mir eigentlich relativ. Ich tank dein Bike auf, wenn du willst. Ja, das macht. Der Koblenz hat doch gesagt, du. Och Mann, ich will doch eigentlich. Reifen. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Der gibt mir also Stuff. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Okay, ich verstehe. Jetzt Raffis. Es sind jetzt einfach nur neue Sachen freigeschaltet worden. Okay, 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 okay. Optik ist eigentlich relativ wumpe. Alles klar, Manny. So, dann mische ich einfach mal. Ich folge einfach mal der Story, komm drauf geschissen. So, können wir eigentlich dahin? Ja, das Spiel läuft auf jeden Fall besser. Deke, hörst du mich? Ja. Warum liegst du nicht zum Teufel nochmal im Bett? Konnte nicht schlafen. Weißt du noch, was ich sagte? Unten im Tunnel? Geh da nicht rauf, Deke. Das macht dich noch verrückt. Usa, ja. Okay, hör zu. Ich geh da rauf, weil da oben Freaks sind. Mir ist egal, wo ich sie umlege. Kopfgeld ist Kopfgeld. Wozu dann all die Tulpen, hä? Hab sie gesehen, hier auf dem Tisch. Heute Morgen. Dieselben wie bei eurer Hochzeit. Ich weiß es noch. Ich werd... Boozer, ruh dich aus, okay? Ich muss los. Dicken Ende. Und das sind keine Tulpen, Boozer. Das ist Mauerpfeffer, du. Hey, Cope, der Kerl, den ich suche, wen hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, Das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen, Cope? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Komplett Ende. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Was ist denn hier meine Aufgabe? Mache den Drifter ausfindig. Das bedeutet... Okay, schauen wir uns mal um.
lang. Jetzt habe ich dich. Da ist er ja. Biker-Kopfgeld. Einige Kopfgeldziele werden sich wehren, andere werden fliehen. Verfolge deine Zielperson und fange sie lebendig, um den Job zu erledigen. Ida, ja, ja. Silberner Helm. Roter Tank. Das ist er. Du kannst mir nicht entkommen. Scheiße! Was zum... Du dachtest also, du fährst in Copelands Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Bringst ein paar Leute um, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Huh? Als wärst du bloß einkaufen. Lass ihn nicht entkommen, Deke. Ja, wie kann ich denn schießen? Tippe auf dein Bike RB und LB an, um ein Ziel anzuvisieren. Tippe auf das Abfeuern deiner Handfeuer mit RB. Scheiße, Drifter! Komm schon! Komm her, du Lümmel! Ich muss halt aufpassen, ich hab nicht so viel Muni. Nein! Nicht mein Bein! Nein! Verdammt! Okay, je näher ran ich komme und je kleiner das Fahrzeug, desto besser Fadenkreuz, desto mehr Schaden mache ich. Verstehe. Okay, das ist eine interessante Mission. Ist wirklich kreativ gemacht. Was? Was hast du? Du mieser Scheißkerl! Nein! Tja, Cobb sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, hm? Wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Oh, fick dich! Du arbeitest für Copeland! Du Arschkriecher! Das bist du! Ein Arschkriecher! Ein Arschkriecher. Ja, ich will für die Fahrt rüsten. Wenn ich dieses Bike repariere, bessere Ausrüstung besorgt habe. Okay, kriegen wir hin. Copelands Camp. Ja. Cope, es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Hey, lebt er noch? Ja, noch lebt er, aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Sag ihm, Drifter. Sag ihm, ich hab gesagt. Ich scheiß auf ihn. St. John, schau mal in Hot Springs vorbei. Tucker, verstanden. St. John, Ende. Alles klar, Tucker. Warte mal. Da ist noch ein Nest. Da ist die Frage, will ich da hin oder nicht? Da muss ich hin. Ich muss auf jeden Fall noch an der Tankstelle vorbei. Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Dick, St. John. Hier ist Tucker. Wie gesagt, ich habe Boozers hübsches Gesicht schon ein paar Tage nicht gesehen. Oh. Ist er wirklich okay? Hier ist Deacon. Boozer geht's gut. Ja, ich sag ja, er hatte viel zu tun. Er macht sicher Besorgungen für dieses Arschloch Mark Copeland. Ich habe das Gefühl, er mag mich nicht. Boozer, meine ich. Wie ich schon sagte, ich bin nicht seine Mama. Deacon, Ende. Ah, gutes Timing. Gut. So, die nächste Frage ist, wo will ich hin? Und möchte ich das in diesem Part noch machen? Nero-Fraktion. Weißt du was, wir machen folgendermaßen. Ich mache jetzt hier die Schnellreise. Probier es hier nochmal, weil hier fehlen noch zwei Nester. Ja. Und dann gucke ich mal, ob wir uns dann auf dem Weg zur Dingsbums machen. Die Frage ist, wo sind diese Nester? Usa, bist du da? Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ah, meine. Ja, Dick, ich höre. Schön durch.
durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ach, ich vermisse die Straße. Das irgend... Erhol dich erstmal noch, Brünnchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Dicken Ende. Alles klar. Ich glaube, die Tacker mag den Buser. So, ja, hier habe ich jetzt beim letzten Mal zwei Sachen vergessen. Tucker an Deacon St. John. Hörst du mich? Ich habe mit Arkay gesprochen und ein paar anderen. Ich weiß, dass du unser Camp unterstützt. Ich wollte mich nur bedanken. Ich habe kein Kerosin mehr. Ich kann hier auch nichts machen, ne? Okay, dann würde ich sagen. Braucht man immer. Moment mal, die Nester hier habe ich anscheinend noch nicht beseitigt. Hier ist Radio Free Oregon. Die meine ich doch, hier fehlen noch zwei Nester, deswegen bin ich doch hier, Deacon. Ist mir schon wieder ein Rasierer kaputt gegangen. In unserer angeblichen globalen Utopie haben wir nicht die besten Produkte der Welt bekommen, sondern die miesesten Sachen, die in Billiglohnländern produziert werden konnten. Schon lange wurde alles nur für den Verschleiß produziert, damit man etwas kauft, neu kauft, 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 kauft. Ich komme später wieder und räuchere dann die anderen. Man brauche immer ein neues Auto, ein neues Handy, dies und das. Um die Bestie des Kommerzes zu füttern. Ihr wollt etwas, das lange hält? Dann sucht nicht in Übersee, nein. Dafür braucht ihr echte... Kaup, kaup, kaup. Halt einfach dein Maul. Ganz genau. Ich glaube, der hat auch... Ha! Fuck! Oh! Habe ich die selbst da hingelegt? Fuck! Ja, ich würde sagen, blöd gelaufen. Die Frage ist, wo sind denn die ganzen Nester hin? Da kann ich was draus machen. Ja, die Frage ist, ich brauche halt Kerosin. Ist hier oben irgendwas? Muss ich mal gucken. Ist jetzt nur eine Bierflasche. Aber Kerosin habe ich jetzt hier keins gefunden. Ja, also ein paar Lappen. Ja gut, das macht jetzt keinen Sinn. Aber hier gibt's noch was. Die Frage ist jetzt nur... Bin jetzt hier einfach mal ein bisschen stiller und hoffe, dass ich da noch was finde. Ja, Schrott kann man eigentlich immer gut brauchen. Fehlen noch zwei Nester. Das Nest ist leer, aber ich habe nur noch ein Molly. Das bedeutet, ich kann nur... Fuck. Na, einen Vorschlaghammer, den brauche ich jetzt nicht zwingend. Nestrückstände. Ich weiß nicht, was ich mit denen brauche, machen soll. Aber trotz alledem muss ich mir jetzt hier erstmal was zurechtsuchen. Die Frage ist nur, wo ist da noch ein Nest? Vielleicht finde ich in dem Haus noch was. Aber ich befürchte nicht. Alles nur... Mach ich mal die Tür auf. Obwohl das vielleicht auch nicht so das Beste ist. Hier liegen noch Sachen rum, oder? Sind das die Türen? Och, das ist das. Ah, Kerosin. Perfekt. Jetzt muss ich aber mit den Dingern echt vorsichtig sein. Ich hab einen besseren Plan. Perfekt.
Ach so, ja. Okay. Ich dachte, ich wäre jetzt... Heile ich mich mal. Die Frage ist jetzt nur, wo ist denn hier noch ein Nest? Hier ist eins. Oder hier war eins. Besuche Sarahs Gedenkstein. Also ich weiß nicht, wo hier in dem Bereich noch was sein soll. Vielleicht hier. Da drüben kann noch was sein. Das sieht für mich aber auch danach aus. Ich meine, hier hätte ich alles abgegrast und hier bin ich einfach durch, weil es, glaube ich, irgendwann zu viel wurde. Die Frage ist nur, wo ist mein Bike? Wenn hier keine rumlaufen, dann kann ich mit dem Bike zumindest bis hierhin fahren. Obwohl ich hier vielleicht nochmal nachgucken sollte, ob hier irgendwas drin ist. Ja, das Sammeln. Das ist... Macht natürlich Sinn. Ist aber nervig. Weil das ein bisschen auffällt. Aber man weiß halt nie, was es ist. Weil Kerosin ist halt eine Sache, die ich brauche, ne? Okay, das habe ich voll. Okay, das kann ich herstellen, das noch nicht, aber das passt schon. Okay. So. Gut. Hier ist noch Stuff. Ich meine, klar könnte ich jetzt durchrushen und so ein Kram, aber ich habe das Gefühl, dass es hier gerade eine sehr dumme Idee ist. So, jetzt laufen wir erstmal mal zu unserem Bike, fahren dann bis hierhin, stellen es ab und dann mache ich mich zu Fuß drüben auf der anderen Seite dran, die Nester zu finden. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Während der Nein, ich denke nicht, Cobb. Nicht heute. Ausdauer verbraucht. Theoretisch muss ich hier durch, aber hier war ich eigentlich schon. Hatte ich hier nicht irgendwo noch Kerosin rumstehen? Da bin ich mir selbst nicht so ganz sicher. Noch was. Pflanzen. Nehme ich mit. Das gefällt mir gar nicht, dass da drüben noch so viele von diesen Knödeln sind. Ist die Brücke... die Brücke ist kaputt. Da muss ich durch das Wasser. So, ja gut. Wasser müssen sie auch trinken, ne? Okay. Da lässt sich... Das lässt sich natürlich nicht... Na, wie ist das? Alter, Ding, jetzt schrei doch mal nicht rum. Gute Nacht. Next one. Super. Ist zwar jetzt kein Pfeil und Bogen, aber es läuft.
So, die nächste Frage ist jetzt... Nest, müsste gleich um die Ecke sein. Du riechst das, ne? Das Problem ist, Deacon, ich riech's leider nicht. Aber das sieht nach Nest aus. Okay, so. Das gefällt mir in dem Sinne nicht. Spiel mir einarmiger Bandit oder was? Hm? So. So, dann reparieren wir die mal. Oh, mein Schrott ist leer. Das gefällt mir nicht so ganz, aber immerhin ist ein Nest hinüber. Kann ich eigentlich Bolzen herstellen? Warum kann ich... Na, ich habe nichts mehr. Kein Schrott und keine Zedernsetzlinge. Die werden Mangelware. So, wir haben eins von... Noch gefühlt fehlenden zwei. Wollen wir mal gucken, was hier noch alles rumliegt. Hier liegt noch Benzin rum. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Hier liegt auch noch Stuff. Hier liegt ein Vorschlaghammer. Aber ich bin mit meiner Feuerwehr-Axt eigentlich zufrieden. So, will ich mal hier rein. Hier liegt noch Kerosin. Das darf ich nicht liegen lassen, weil das ist echt gerade Mangelware hier. So viel zum Thema Mangelware. Ich glaube aber, die Nester sind alle in der Nähe, wo es halt auch Kerosin und Stuff gibt. Das wäre halt echt fair. Würde mein Leben um einiges vereinfachen. Da muss ich den ganzen Scheiß nicht immer bis zum Anschlag mitnehmen. Ich habe das Gefühl, dass da in der Kirche noch... noch ein Stück Brett. Da liegt noch Zeug rum. Aber der Aufnahmeradius ist relativ weit, ne? Also ich finde es jetzt persönlich nicht schlecht, dass das so ist. Ich wollte es trotzdem nur noch mal angemerkt haben. Nester in der Nähe. Jetzt bestimmt ein Nest in der Kirche. Old Wagon Hotel. Das ist okay. Ich denke an dich. Deine Schwester. Ja, ist doch gut. Shit, geht nicht auf. Da finden wir einen Weg. Ist hier denn überhaupt was drin? Wir haben Leute auf dem Dach gekämmt. Na komm, ich mach mal jetzt Platz. So. Gute Nacht. Ich würde eigentlich die Dinger, die Parts nicht ganz so lang machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es bringt halt echt nichts. Ist das Müll oder sind das Leichen? Das ist Müll, ne? Vielleicht auch Leichen in Müllsäcken. Versucht da reinzukommen. Okay, die Kirche ist zu. Ich will hier ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ja, dann ist es hier unten. Okay. Schade. Es hätte sich angeboten, ein Nest in der Kirche zu machen, aber auf der anderen Seite. Kann man da wenigstens ein bisschen Respekt kriegen? Die Frage ist jetzt. Ach, Mist. Das muss auch schneller gehen. Ja. Ja, wenigstens kriege ich hier Schrott.
Aber war ich da nicht schon drin? Ist das denn schon am Brennen? Ja. Ja, ist es. Wunderbar. Wunderbar. Marion Forks infiziertes Gebiet erreicht. Hot Springs, Vertrauen, wunderbar. Beseitigen die Straßen sicherer zu machen. Das ist doch schon mal etwas. Ich könnte natürlich gucken, dass wir hier... Na komm, Mutti. Jawohl. Jeder wird jeder gleich behandelt. Da gibt's nix. Mann, hat er mich erschreckt. Ja, ja, gehen wir zurück zum Bike, würde ich sagen. Wir müssen hier jetzt durch sein. Die Frage ist jetzt, wo ist mein Backchen? Ich meine, ich hätte die auch hierher locken können und dann aufs Fass oder so. Das hätte mir einige, ein paar Pistolenmunis gespart. Warte mal, wo ist denn mein Bike? Bin ich schon richtig. Ja, gut. Den kann ich, hätte ich jetzt nicht so weit mitschleppen müssen, aber... Was da ist, ist da. Und hier sollte jetzt auch Ruhe sein. Was ist denn das da für ein Fragezeichen? Nein! Ich will doch... Ah, gutes Timing. Ja. Das war's. So, wo legen wir das denn am besten hin? Hier so an die Seite. Kann sich das auch jemand nehmen? Yeah. Ja, das passt. Hier war da noch ein blaues Kreuz. Was ist denn da zu finden? Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Naja, das Nest haben wir ausgeräuchert. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.